Was geht ab, liebe Leute? Schwede mal wieder hier am Start mit einem neuen Video hier aus dem Büro, aus der Zentrale. Links zu mir Nico, rechts zu mir Peto. Hinter der Kamera ist Sascha, der die Fragen hier vorbereitet. Wir machen heute eine Runde Chat-Challenge. Hörst du den Song, der gerade kommt? Hörst du das? Welchen? Von Schön Gabana, ja. Gib mir mal den Song. Oh mein Gott. Alles klar. Okay. Ja. Sascha hat die Kamera 8 Fragen vorbereitet und ich würde jetzt einfach mal sagen, während Nico hier gerade, ach doch nicht, während er am Drehen ist, drehen wir hier mal los. Jungs, erste Frage habe ich mir gedacht. Ich bin bereit. Nehmen wir einen Einsteiger und zwar, was schätzt ihr denn? Wie teuer ist die teuerste Aktie? Also du meinst die einzelne Aktie? Genau. Hey, ich kenne mich damit nicht aus. Ja, hey, Trading ist zwar das Beste, aber... Ich bin so dumm. Also alle Angaben natürlich ohne Gewähr, die Internetseite hat den Wert ausgegeben, kann natürlich auch sein, dass jetzt zum Netzlandpunkt mehr oder weniger ist. Also wenn ich mit Gewehr, dann mit einer Handwaffe, oder? Ich hab nur, also ich weiß nicht, ob es nur ist, aber ich hab 30.000. Ich hab 18.000? Ja, ich hab 62.000. Ja, das ist so verschickt, dass ich niemanden abschießen darf. Die Lösung ist 264.000. Ach stimmt, das ist ja gar nicht, wenn der dran ist, Nico, der Punkt fertig ist. Ja, Nico. Digga, der Verlierer muss halt auf dem Boden schlafen. Genau. Wie viele Abos machte der Kanal T-Series in den letzten 30 Tagen? Wer? Wer ist das? T-Series. Ich hab einfach mal 22.000. Okay. Ich hab 20 Millionen. Ja. Ich hab 1,3 Millionen. T-Series hat in den letzten 30 Tagen, ich hab gedacht, ich hab mich verguckt, ich glaube 4 Milliarden Aufrufe gemacht und 4,8 Millionen Abonnenten. Ja, und damit hab ich den Punkt. Spendi, wo ist aus 49? Ah, 7. Auf 7? 3,123. 123. Okay. Wie viele Kilometer hat der günstigste VW Golf auf Mobile? Standort Stuttgart. Achso, der günstigste VW Golf, wie viele Kilometer? Genau. Welcher Golf? Boah, Alter. Ich hab eine Antwort. Oh mein Gott, bin ich dumm? Meine bekannte 111. Ich hab 187. Hä? 500.000? Jawohl, deswegen sag ich ja, bin ich dumm. Hä, warte, was? Wie viel Kilometer? Ich hab verstanden, ich hab den Preis verstanden. Euro. Ich hab da Euro hingeschrieben. In Stuttgart hat der günstigste Golf 260.000 Kilometer. Oh, hab ich gewonnen? Unser Lupo hat, glaube ich, 120.000 Kilometer. Und das ist jetzt gerade kein Spaß. Welcher Lupo? VW Lupo 63 AMG. Started from the bottom, now we're here. Yeah! Wie viel wiegt Lewis Hamilton? Wie viel wiegt der? Ich hab eine Antwort. Boah, okay, ich hab 69. Ich hab 76. Ich hab 140 Kilo. Okay, Spaß. Nein. Also einer von euch ist richtig nah dran. Wirklich, hat sich nur um ein Kilo verschätzt. Und das bin ich. Er wiegt 68 Kilo. Ja. Dann sag ich noch, hä, was? Ich hab 68. 68. Luftlinie. Oh. Stuttgart, Malediven. Ah, nee, ich hab doch zu wenig, glaube ich. 11.111. 11.800. 18.000. Oh, Alter, du bist Ah, nee, ich hab doch zu wenig, glaube ich. 7.800. Ich hab mich gerade vertan. Ich dachte, du meinst Dinger. Dieses eine da, das so weiter weg ist. Bali, genau. Ich dachte, du meinst Bali. Wahrscheinlich doch nicht, oder? Das ist nicht weiter weg. Doch. Nein. Also, auf jeden Fall, irgendjemand hat hier gerade Unrecht und ich bin's ich. Ich hake die Antwort mal einfach als Unrecht. So. Wann wurde denn McDonald's gegründet? Monat und Jahr. Meinst du in Stuttgart? September 80, 1980. Juni 82. Hä? Nico hat wahrscheinlich 30 und 1930. So, 1906. Okay, da war ich dir. Ich glaube tatsächlich, hier liegt nicht richtig. Aber du kannst einfach mal als richtig einloggen. tatsächlich muss ich sagen, dass einer von euch mit seiner kuriosen Antwort auch noch recht hat. McDonald's wurde gegründet im Mai 1940. Und damit ist Nico am nächsten dran. Ja, okay, trotzdem. Natürlich. Nico ist 46 Jahre davon entfernt. 46? Ja. Ich bin ein Killer! Was für einen Umsatz der McDonald's in Deutschland im Jahre 2017 gemacht hat? Warum nicht 2018? Benni, was hast du denn? Ich hab 187 Milliarden. Boah, Digga! 187 Milliarden? Digga! Warte mal. Also ich hab die Sache auf alle Rolex. Ich hab 423 Millionen. Ich hab 780 Millionen. Es sind 3,26 Milliarden. Okay, krass, aber das ist doch trotzdem wesentlich mehr als ich dachte. Doch, 187. Der Digga ist so auf wie der Megis noch Hammer hauen. Ja, du sagst nur richtig. Trotz allem, ich lock meine Antwort mal wieder. Also so gemacht, dass wir. Wie machst du das nach? Du machst ihn genau andersrum. Ja, machst du den so? Ja, hey, wie machst du den? Das macht gar keinen Sinn. Wie machst du den selber so? Jo.
Letzte Frage, die ist recht interessant. Wie breit schätzt ihr denn ist die Golden Gate Bridge? Breite. Wie breit? Antwort bitte in Gramm THC. Jetzt bin ich gespannt. Irgendeiner von euch drei. Ich mach zuletzt so. Auf. Ich mach zuletzt auf. Nee. Was ist das? Ja, okay, ich hab 140 Meter. Digga, ich denk schon, bei mir so, okay, ist schon viel zu viel. Ich hab 38 Meter. Ich hatte erst 80 und hab dann auch 90 Meter bin ich hochgegangen. Hä? Ich weiß es auch nicht, wo die ist. Also ich glaube, entweder die sind noch. Da fahren doch Autos. Da fahren doch Autos. Was ist auf dieser Brücke? Gold. Denn die Lösung ist 27 Meter. 720 Meter. Wir haben trotzdem gewonnen. Ja, liebe Leute, das war's dann wieder mit dem Video. Das war dein Video. Ich denke mal. Zeit. Hey. Vielen Dank fürs Zuschauen, macht's gut. Schaut bei den Golden Gate vorbei. London, coole Unternehmer. Was ist denn von Beruf? Ciao.